Heute wird ein produktiver, aber auch super entspannter Tag. Ich habe very exciting news. Ich bin so excited. Ich werde die Wohnung wirklich nicht verlassen, bis ich das Paket habe. Oh my gosh! Mein Paket ist da! Ich habe mir... Ich fange jetzt einfach mal mit dem wohl spannendsten Teil in diesem Video an. Und zwar habe ich ein kleines Live-Update. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, falls ihr neu hier seid. Hi, ich bin Laika. Ich nehme euch in meinem Leben mit und poste jeden Sonntag ein neues Video. Also wenn ihr gerne Vlogs und Lifestyle-Content schaut, dann abonniert gerne meinen Kanal. Heute ist Freitag, der 1. März und ich habe very exciting news. Damit fange ich gleich auch direkt an. Ansonsten nehme ich euch den Tag heute über mit. Ich habe das Gefühl, dass Produktivität oft mit Stress und Druck assoziiert wird, was aber überhaupt nicht sein muss. Deswegen nehme ich euch heute an einem Tag mit, an dem ich wahrscheinlich nicht mal rausgehe. Also es wird ein cozy at-home-Vlog sein, an dem ich zwar viele Sachen erledigen kann, aber mir trotzdem einen entspannten und schönen Tag machen kann. Also holt euch was zu trinken oder einen Snack und viel Spaß bei dem Video. Ich habe mich noch nicht mal umgezogen, aber wir fangen jetzt einfach mal mit dem wohl spannendsten Teil in diesem Video an. Und zwar habe ich ein kleines Live-Update. Ich gehe bald wieder in die Uni und fange jetzt meinen Master an. Ich fange jetzt zum Sommersemester an. Es ist wie gesagt der 1. März und heute ist der offizielle Semesterstart. Nächste Woche habe ich meine ersten Veranstaltungen und die Woche drauf meine ersten richtigen Vorlesungen. Ich bin so gespannt. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, gebe ich euch jetzt mal ein bisschen Insights. Ich habe 2022, das ist jetzt einfach schon 2 Jahre her, richtig krass, meinen Bachelor in BWL gemacht. Und danach war ich für ein Jahr in Kanada, habe da gearbeitet. Bin ein Jahr später, also Frühling 2023, letztes Jahr, zurückgekommen. Ich bin ein bisschen gereist. Ich bin im Sommer umgezogen, beziehungsweise ausgezogen in meine erste eigene Wohnung. Da habe ich mich schon für ein Master im Wintersemester beworben, wurde leider nicht genommen. Habe in der Zeit was anderes gemacht, gefreelanced, mir einen neuen Job gesucht. Jetzt hat es geklappt. Ich werde einen 4-semestrigen... Ist das ein Wort? Master machen, also 2 Jahre lang. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde euch da auch ein bisschen mitnehmen. Das heißt, es wird auch ein bisschen Uni-Content geben. Wenn ihr Content-Wünsche habt, dann schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Ansonsten habe ich mir auch gedacht, dass ich dann nochmal Weekly-Vlogs hochladen kann. Ich habe das in letzter Zeit einfach nicht mehr gemacht, auch weil ich viel gearbeitet habe und auch nicht wirklich viel über die Arbeit sprechen kann oder sprechen möchte. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber ich bin auch einfach super gespannt, wie es sein wird. Also ich freue mich auch einfach, neue Leute kennenzulernen und nochmal was zu lernen, einfach wieder in die Uni zu gehen. Es wird bestimmt cool. Aber ich bin auch einfach ein bisschen, keine Ahnung, sehr gespannt. Teilweise ein bisschen skeptisch, einfach weil der Bewerbungs- und Einschreibungsprozess war so ein Pain in the ass. Dieser Prozess war so lang und war unnötig kompliziert, ohne Witz. Oh mein Gott, das war so stressful. Also die Uni ist teilweise, auch die Website, so unorganisiert. Wenn man nach einer Information sucht, dann findet man die nicht auf einer Seite. Also man findet das nicht gebündelt auf einer Seite, sondern man geht auf diese Website und dann muss man sich durch gefühlt 100 verschiedene Seiten klicken und die Infos dann piece by piece zusammensuchen und sich selber irgendwie zusammenreimen, weil das einfach so unübersichtlich ist. Wirklich, ey, ich könnte wirklich auch. Im Endeffekt hat alles noch gut funktioniert innerhalb der Frist. Wenn nicht, wäre ich auch ausgerastet. Ich bin jetzt auf jeden Fall eingeschrieben, habe meinen Ausweis bekommen. Also wirklich, ey, besser ist es. Das war so ein Pain. Es soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen oder so. Wie gesagt, ich freue mich wirklich und bin auch super hyped. Ich hoffe nur, dass es ab jetzt nur noch besser werden kann, also was diesen ganzen organisatorischen Kram angeht. Anyway, ich werde in dem nächsten Video oder so nochmal ein bisschen genauer darüber reden, damit dieser Vlog nicht zu chit-chatty wird und nicht zu Uni-lastig. Aber das sind die exciting News. Das habe ich schon Anfang des Jahres ein bisschen angeteased. Ich bin super gespannt, wie ich das alles handeln werde, also allein Time-Management-mäßig. Ich habe in meinem Bachelor zwar auch nebenbei gearbeitet, aber es ist jetzt halt einfach schon 2 Jahre her. Also ich hoffe, ich habe nicht verlernt, wie man lernt. Anyway, das waren meine News und ich bin jetzt super, super gespannt. Alright, let's get dressed. This is today's outfit.
Outfit. Der Sweater ist wirklich einer meiner Favorites. Der ist von Brandy. Darunter habe ich ein weißes Tanktop von Pimki an. Und dazu habe ich eine dunkelgrüne Jogginghose von Zalando an. Ich habe heute nicht vor, rauszugehen, deswegen sehe ich es auch nicht ein, eine richtige Hose anzuziehen. Irgendwie passt es jetzt im Outfit. Ansonsten ist mein Schmuck von Anna Luisa, von meinen Eltern, von Ultra Human, Pandora und von Gucci, aber auch Vintage von meinen Eltern. Okay, was heißt hier Vintage? So alt sind die noch nicht, aber es ist auf jeden Fall alter Schmuck von meinen Eltern. Bei solchen Oberteilen mit einem V-Ausschnitt trage ich dann auch gerne eine Kette ohne Anhänger, weil die U-förmig fallen und dann nicht V-förmig, wie eben die hier zum Beispiel. Und ich finde, das ergänzt sich schön. Also es sieht so ein bisschen ausgeglichener aus. Und meine aktuelle Make-up-Routine habe ich euch letztens erst abgefilmt. Ich verlinke euch das Video hier oben. Da zeige ich euch wirklich alle Produkte, die ich benutze. Also schaut da gerne vorbei. Meine current Frühstücksobsession ist gerade Brot mit Frischkäse, Lachs und eigentlich auch noch Oliven, aber die sind jetzt leer. Und dann habe ich mir noch ein anderes Brot gemacht mit dem Kräuterfrischkäse, Cherrytomaten und Everything but the Bagel Seasoning. Das ist so eine Gewürzmischung mit Sesam, getrockneten Zwiebeln, Mohn und ich glaube Salz. Und danach, wenn ich noch Lust auf was Süßes habe, habe ich hier noch ein Croissant mit irgendeiner Beerenmarmelade. Richtig nett, meine Freundin hat die mir gestern noch mitgebracht. Gestern war wirklich ein cooler Tag. Ich habe den ganzen Tag mit meiner besten Freundin hier verbracht. Also wir waren echt produktiv auch. Also sie ist relativ früh zu mir gekommen. Wir haben gecoworked, haben um 12 eine Pause gemacht, hier gebruncht. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet. Haben eine kurze Runde Tischtennis gespielt, haben weitergearbeitet, Kaffee getrunken und sind dann nachmittags noch in die Stadt gegangen und waren etwas bummeln. Das war ein richtig, richtig cooler Tag. Und jetzt frühstücke ich kurz und schaue dabei Ginny und Georgia. Ich bin jetzt bei der 7. Folge. Ich habe die vorgestern oder so erst angefangen und ich finde die ganz gut. Die war schon extrem lange auf meiner Watchlist. Das ist eine der wirklich wenigen Serien, wo schnell etwas passiert. Also wenn sich gerade schon so ein bisschen Drama aufbauscht, dann ist es bei vielen Serien so, dass sie einen Rückzieher machen, dass die sich doch nicht küssen oder was auch immer. Aber bei Ginny und Georgia ist es überhaupt nicht so. Also da passiert es immer direkt. Es ist sehr refreshing, mal so eine Art von Serie zu haben, wo man nicht extrem lange warten muss, bis irgendwas passiert. Das war zum Beispiel bei Violetta so. Es ist jetzt eine ganze Weile später. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, sauber gemacht und mir jetzt einen Vanille Latte Macchiato gemacht. Das ist immer noch richtig pretty geschichtet, aber ich rühre es jetzt mal um. Very delish. Anfang der Woche habe ich auch ein paar Mini-Cheesecakes gepreppt. Richtig cute. Die sind sogar einen Ticken gesünder. Ich habe nämlich ein Rezept gefunden, wo man Quark benutzt anstelle von Frischkäse. Schmeckt natürlich nicht 1:1 wie ein Cheesecake, aber der ist überraschenderweise trotzdem sehr cremig geworden. Ich setze mich gleich da hinten in die Ecke vom Sofa und werde jetzt noch ein bisschen editen. Ich mache währenddessen sehr, sehr gerne irgendeine
Jazz-Musik im Hintergrund an. Ich gebe auf Spotify einfach Study-Musik oder Jazz-Coffee oder so ein und dann kommt immer irgendwas. Hier ist zum Beispiel eine Playlist, die heißt Coffee Jazz Instrumentals. Ich mache es mir hier jetzt mit meinem Kaffee und mit meinem Cheesecake gemütlich und fange jetzt mal mit dem Rough Cut an. Ich arbeite auch gerne in Cafés, aber an Tagen, an denen ich einfach mal zu Hause bleibe, versuche ich trotzdem so ein ähnliches Ambiente zu schaffen wie das in einem Café. Mit einem süßen Getränk und mit der Musik. Auch wenn ihr gerade an irgendwas sitzt und irgendwas erledigen müsst, worauf ihr eigentlich gar keinen Bock habt, dann romanticize das so ein bisschen und es wird nur noch halb so schlimm. Ich warte gerade auch die ganze Zeit auf ein Paket. Ich weiß, es soll heute ankommen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Uhr, aber ich bin so excited. Eine Sache, die ich heute auf jeden Fall machen wollte, sind meine Nägel. Es ist jetzt ungefähr einen Monat her, dass ich die das letzte Mal gemacht habe und die sind schon, ja, ganz gut herausgewachsen. Das sieht man hier ganz gut. Ich habe die zwischendurch auf jeden Fall nochmal geschnitten, weil die mir dann irgendwann einfach zu lang waren. Und jetzt mache ich die mal komplett ab und werde wahrscheinlich einfach nur so einen relativ natürlichen Rosaton benutzen. Das ist übrigens das Set, das ich immer benutze. Das habe ich zu Weihnachten bekommen und ich glaube, das gibt es auf Amazon. Ich bin auf jeden Fall super, super happy damit. In dem Set sind auf jeden Fall schon ein paar Nagellacke dabei. Nicht genau die, die habe ich mir jetzt zusätzlich geholt. Und noch so anderer Kram wie Nagelhautöl, aber das benutze ich gar nicht. Wir haben jetzt mittlerweile 5:15, fast 5:20 und das Paket ist noch nicht angekommen. Das wird von Amazon selbst zugestellt und die fahren meistens eh immer so am späten Nachmittag oder abends. Und ich bin so excited. Ich werde die Wohnung wirklich nicht verlassen, bis ich das Paket habe. Ich muss nämlich auch dem Postboten so einen Code von Amazon nennen, damit ich das Paket überhaupt entgegennehmen kann. Aber es ist so schön draußen. Der Himmel ist sogar relativ blau und die Sonne scheint. Deswegen habe ich mich jetzt einfach mal auf den Balkon gesetzt und warte hier, bis das ankommt. Oh mein Gott! Mein Paket ist da! Wir haben 7:20 und es ist endlich angekommen. Okay, es ist ein bisschen leichter, als ich erwartet habe. I'm so excited! Ich brauche eine Schere. Okay, okay. Ich habe mir eine neue Kamera bestellt. Oh mein Gott. Okay, das ist hier ein bisschen sus, dass dieser Zettel hier nur so halb drin war. Okay, whatever. Ich habe mir eine neue Kamera geholt. Ich habe gespart und mir endlich diese Kamera geholt. Ich habe die mir schon länger angeschaut. So sieht das Paket aus. I'm so excited! Oh my gosh! What? Ich habe mir die Sony ZV-1 Mark II geholt. Ich filme gerade mit der Canon G7X Mark II. Ich dachte mir, es wird jetzt mal Zeit für ein Upgrade. Oh my gosh, ich bin so gespannt. Die ist von der Größe ungefähr so groß wie meine Canon. Die ist matt. Und bei der Canon klappt man den Bildschirm nach oben auf. Und bei der Sony zur Seite. Aber die kann man auch vollständig rumdrehen. Cool, cool, cool. Um ehrlich zu sein, kenne ich mich mit Kameras gar nicht so gut aus. Ich wollte aber auf jeden Fall einfach nur ein kleines Upgrade zu der Kamera haben, die ich jetzt benutze. Ich habe ein bisschen Research gemacht, mir Vergleiche angeschaut und das kam dabei raus. Ich tue mal den Akku direkt rein und gucke, ob der ein bisschen aufgeladen ist. Dann kann ich euch direkt mal den Vergleich zeigen. Ich war ja bei Saturn und ich hatte die auch schon mal in der Hand. Die Akkus werden bei Saturn nicht geladen, das heißt, ich konnte mir gar nicht anschauen, wie das Bild aussieht. Ich habe das bis jetzt halt nur im Internet gesehen und noch nicht live und first hand. Ich hole mal eine Speicherkarte und dann sehen wir mal. Ich bin wieder im Zimmer und habe eine Speicherkarte geholt. Ich mache die jetzt mal an und stelle die Kamera direkt nebeneinander. Okay. Oh!
Oh mein Gott. Es ist wirklich, ach, es ist so nice, wirklich. Ich wollte eine neue Kamera holen, aus hauptsächlich zwei Gründen. Ich wollte auf jeden Fall eine Kamera mit einem weiteren Winkel haben, dass man einfach mehr vom Bild sieht. Und das zweite ist der Ton. Ich werde auf jeden Fall jetzt den ganzen Abend damit verbringen, mit der Kamera ein bisschen rumzuspielen und die auszuprobieren. Sehr, sehr cool. Also das Display bei Sony ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Aber ich weiß nicht, ob das Bild dann genauso aussieht. What? Oh, jetzt sieht man den ganzen Mess im Hintergrund. Habt ihr gerade gemerkt, wie das Rauschen einfach verschwunden ist? Dass man einfach mehr vom Bild sieht. Und das zweite ist der Ton. Ich werde auf jeden Fall jetzt den ganzen Abend damit verbringen, mit der Kamera ein bisschen rumzuspielen und die auszuprobieren. Also der Ton von der neuen Kamera ist tausendmal besser. Der Ton jetzt in diesem Clip ist eh Trash. Aber es ist krass, oder? Also mich hat das schon länger gestört mit diesem Rauschen. Wenn man meine Videos sieht, dann fällt das vielleicht zwar nicht auf, wenn man keinen direkten Vergleich hat. Aber jetzt, wo man den hat, ich glaube, jetzt fällt euch das auch auf, wie schlecht der Ton eigentlich immer war. Wir haben mittlerweile 8 Uhr. Ich habe gerade mit meiner Fam telefoniert und mir White Chocolate Chip Matcha Cookies in den Ofen geschoben. Ich lade den Akku von der Sony-Kamera gerade auf. Und werde mir jetzt ein paar Videos, ein paar Tutorials anschauen, wie ich die Kamera am besten einstelle. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen dazu inspirieren, eure produktiven und vielleicht manchmal stressigen Tage ein bisschen zu romanticisieren und dann einfach ein bisschen entspannter anzugehen. Und um nur noch mal ein bisschen zu recappen, was ich so mache und was ihr auch machen könnt, um busy Tage, wo viel ansteht, ein bisschen schöner zu gestalten. Sind zum Beispiel, macht euch ein bisschen fertig, ihr müsst kein Fullface Make-up auftragen, aber zieht euch irgendwas Gemütliches an, rewardet euch mit einem leckeren Heißgetränk. Wenn ihr die Möglichkeit habt, arbeitet in verschiedenen Plätzen, also im Wohnzimmer, mal im Schlafzimmer, am Esstisch. Einfach um so eine Change of Scenery zu haben. Und macht euch ein bisschen Musik an. Meine Top 2 Genres sind auf jeden Fall Jazz und Lo-Fi. Charts und irgendwelche Lieder, wo ihr die Lyrics auswendig kennt, kann ich euch nicht empfehlen. Das lenkt zu sehr ab. Was ihr auch natürlich machen könnt, ist, was ich gestern gemacht habe, ladet irgendwie zu euch zum Coworken ein. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, schreibt ihr mir sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sogar mit der neuen Kamera. Bye!